Ja, da sind wir wieder bei Let's Play SimCity und oh, ich bin so aufgeregt, denn ich versuche jetzt was Neues. Besser gesagt, wir versuchen was Neues. Wie ihr seht, wir haben ein neues Gebiet. Wir haben jetzt unseren alten Spielstand ein bisschen nach hinten geschoben, beziehungsweise lassen wir es mal ein bisschen ruhen. Denn wir wollen Oh. mal, ja, wir wollen mal aber die Multiplayer-Komponente uns anschauen. So, jetzt musst du Yay rufen. Yay. Uhu. Wie auch immer. Wir haben uns noch zwei Leute dazugeholt, nämlich den Olli, aka Balea und so ein paar Zahlen dahinter. Moin Olli. Moin, Kevin. Das ist der Olli. Falls ihr noch ein bisschen mehr von Olli sehen wollt, er hat auch einen eigenen LP, macht jetzt gerade Tomb Raider. Ihr werdet auch im Video dazu eine Verlinkung sehen. Dann könnt ihr draufklicken und euch freuen, was er von sich gibt. Denn er macht genauso einen Mist wie ich. So. Ganz genau. Dann haben Freut wir mich hier zu sein. den Danny, den Oho. D-Tune Jo, und jo. natürlich unseren Chris wieder, den Coffee and Warrior. Der hat sich das Spiel nämlich hier auch geholt. Moin. Und wir sind jetzt im. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wie hieß das nochmal? Delta irgendwas? Entdecker Delta. Entdecker Delta. Ich kann es mir nicht merken. Und haben uns jetzt zu viel zusammengetan und wollen jetzt mal richtig was ausbauen. Ich bin im Heidelbeerau. Dann haben wir hier den Christian, der schon angefangen hat im. Ach, der ist schon umgenannt. Puyallup. Ja, Puyallup. Dann haben wir den Regentenblick war das mal. Regentenblick, genau. Dann haben wir den Danny in Tuneria. Und den Olli im I'm Heavy Metal Town. Ja. Oder nee. Ach nee, ach. Easy. I'm, das ist ein. Hier, Dingszeichen. Also Heavy Metal Town, ja. Gut, was haben wir vor? Ich versuche, dadurch, dass ich sehr viel Erz und Kohle habe. Erz und Kohle abzubauen. Macht Sinn. Der Christian wird wohl die Müllhalde sein. Also er bietet so ein bisschen Wasser für uns an und wir schauen mal, was wir bei ihm abladen können. Ganz Der dreckig. Danny. Ganz dreckig. Danny hat Öl ein bisschen, ne? Jo. Du machst ein bisschen Öl und schauen wir, was später kommt. Und der Olli, der ist ja ganz neu, der hat sich's gerade erst gekauft, der weiß noch nicht mal, wie man ein Haus baut. Der versucht einfach mal was hinzukriegen und vielleicht ein bisschen Tourismus später zu machen. Ich gebe Denn mein da kann Bestes. er hoffentlich nicht so viel kaputt machen, als wenn er versucht, Erz abzubauen und ihm fliegt alles um die Ohren. Vielleicht geben wir ihm später die Aufgabe, einfach ein Kraftwerk zu bauen und lachen uns dann ins Fäustchen, mal Jedes Mal schön zu sehen, wie sehr du mir vertraust, Kevin. Ich vertraue niemanden, aber das weißt du ja schon ein bisschen länger. Ich vertraue nicht mal mir selber. So, gucken wir unser Gebiet mal an. Wir haben wieder schön Erzladung hier in der Mitte, was mir überhaupt nicht gefällt, weil ich gerne Erz irgendwo am Rand hätte. Denn wir haben den Wind Richtung Norden. Wo ist die Windkarte? Da. Das heißt, hier drüber ist Wohngebiete schlecht. Links vielleicht ein bisschen. Hier rechts rum könnte man auch noch bauen. Da muss ich mal gucken. Und die Kohle ist hier oben. Also, ich habe sehr viele Vorräte. Ich guck mal, wie ich das mache, denn ich muss mich um die Vorräte aus dem Boden kümmern. Gut, ihr habt ja schon ein bisschen angefangen, weil ihr nicht auf mich warten könnt. Das finde ich nicht so schön, aber dann könnt ihr ja schon mal sagen, was ihr so gemacht habt. Los! Ja. Geld ausgegeben und weil das falsch gebaut wurde, wieder abgerissen. Und jetzt ärgere ich mich hier gerade ein bisschen über das Gebirge, was ich hier bei mir so ein bisschen habe. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe nicht genug Geld. Wollte mich gerade Was die passiert? Müllhalde hinstellen, aber das passt leider so alles nicht. Aber es kommt. Sehr Ja. schön. Ja, ich habe meine Einwohnerzahl hochgepusht. Bin jetzt bei 5.000, habe jetzt auch schon Finanzabteilung gebaut. Ja, und sonst meine Ölfelder eingerahmt schon mal, wo ich dann alles abbauen werde. Kohle genauso. Habe ich ja auch noch glücklicherweise hier. Und jetzt sehe ich gerade, dass meine Leutchen einen kleinen Park bei sich haben wollen. Ja, und ansonsten Den kriegen sie aber nicht, Krankenhaus natürlich. hingestellt. Nein, kriegen sie nicht. Höchstens mal so irgendein Bäumchen, wo sie sich dann ranhängen können. Ein Totenbaum. Hängen da so ein paar Typen rum. Hallo! Genau. Gut, und der Olli, der hat wahrscheinlich schon ein Erdbeben verursacht oder Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe jetzt meine ersten kleinen Häuserchen hier gebaut und eine Einkaufsladenzeile, Dingsbums, Pupskram habe ich auch schon. Ja. Und
jetzt bin ich gerade dabei, das Industriegebiet ein bisschen auszubauen. Ich muss dafür auf eine andere Insel quasi innerhalb meines Bauquadrats wechseln. Und in dem ganzen Trubel habe ich völlig die Abwasserkanäle vergessen, fällt mir gerade auf. So. Repariert. Ich bin echt am überlegen, wo ich gerade meine Industrie packe, wegen dem scheiß Wind. Wenn ich jetzt hier... ich glaube, ich packe sie erstmal hier nach links oben. Da ist, glaube ich, da ist Platz. Klatsche ich das erstmal hier hin. Problem ist natürlich, dann kann ich da nachher keine Wohnung machen, weil der Winter. Ach mein Gott, dann kriegen die halt den Scheiß ab. Soll sich nicht beschweren, ist meine Stadt. Ich bin cool. Auf jeden Fall. So. Gut. Wie sieht es bei dir aus, Danny, mit Strom? Hast du schon Ölmöglichkeiten oder? Noch 20.000 dann. Ja, okay, dann muss ich vielleicht doch einmal kurz eine Windanlage bauen. Oder ihr habt doch schon ein bisschen was, ich klaue einfach von euch ein bisschen was. Genau. So, wer hat denn hier Strom übrig? Ja, ich. Komm zu mir, ich hab Strom über. Ja, ihr habt alle Strom über. Ich kaufe einfach von allen, dann habe ich ein bisschen Vorrat. Das ist auch so eine Sache. Ich finde, dass man einfach von anderen Leuten sich Strom nehmen kann, ein bisschen, oder auch Wasser und sonst alles, schränkt ein bisschen so die wirtschaftlichen Möglichkeiten ein, was ich so gemerkt habe, weil ich finde es schöner, anstatt das, was man halt zur Verfügung hat, einfach zur Verfügung stellt und der andere holt sich das, könnte man ja die Möglichkeit machen, man verhandelt, wie viel man gibt, wie viel man braucht und wie viel das kostet. Weil es kommt nämlich noch hinzu, wenn der Danny jetzt sein Ölkraftwerk ausbaut, da kriegt er irgendwie so einen Zuschuss von 150 Megawatt. Das Problem ist aber, je nachdem wie viele hier dabei sind in dieser Region, wird das irgendwie aufgesplittet. Das heißt, er kann nicht diesen Überschuss komplett an einen zur Verfügung stellen, sondern es wird auf drei geteilt. Also jeder 50 kann sich dann davon nehmen. Und ich finde, das ist irgendwie nicht so schön gelöst. Weil man dann halt immer nur von jeder hatte halt die gleiche Möglichkeit, aber man kann halt nicht darüber handeln und sondern nur zur Verfügung stellen, was frei ist. Und das ist irgendwie nicht so schön. Deswegen ein bisschen schade, diese Entscheidung. Aber kann man nichts machen. Maxis hat das halt so gemacht und wird das wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber was soll's. So, Müllhalde steht. Aber sonst noch nichts. Gut, Strom kriege ich. Wasser habe ich jetzt auch. Abwasser wird wohl noch nicht so schnell kommen. Ich muss mal ein bisschen schneller machen hier. Das dauert ja ewig. Jetzt muss ja wenigstens was stehen, wenn das Let's Play schon mal läuft. Übrigens, also jetzt zusätzlich zu der Information. Wir fangen ja jetzt von vorne an. Und es wird jetzt ein bisschen anders ablaufen. Wir werden das jetzt nicht für jeden Part alles zeigen, sondern wir wollen ja ein bisschen was machen und wenn ich jetzt hier stundenlang alles aufnehme, dann habe ich im halben Jahr noch nicht oben, was wir eigentlich jetzt heute machen. Deswegen werden wir immer Schnitte machen und wir erzählen ein bisschen und dann nach ein paar Stunden Spielzeit machen wir einfach wieder eine Aufnahme und zeigen, was bis dahin passiert ist. Und ihr könnt euren Senf dazu abgeben und sagen, wie es so ist, ob euch das so gefällt oder vielleicht doch weniger. Denn wir wollen ja auch ein bisschen Import haben. Denn ihr seid die Zuschauer und ihr entscheidet auch ein bisschen mit. Und ich habe gerade eine Petition für Kohleberg wegbekommen. Juhu! Ich glaube, ich kann meine Gemeinde ausbauen, ja. Wo baue ich denn das mal hin? Ah, hier oben ist doof. Hier passt ja nirgendwo was hin. Ich glaube, ich muss die Straße erweitern. So, jetzt müsste eigentlich... So, wir haben auch ein paar mehr Informationen, was Straßen und so weiter angeht. Es ist die Vermutung, dass das Verkehrsnetz im Moment noch ziemlich unfähig, will ich nicht sagen, aber nicht so gut funktioniert. Das liegt daran, dass irgendwie die Straßen einfach irgendwie nicht genau das tun, was man will, denn es entstehen Staus, wo keine Staus sein sollen. Gerade wenn große, viele Kreuzungen sind, entsteht mehr Staus, als eigentlich entlasten soll. Da hat man in Foren schon einige Sachen gefunden, wie... man soll lieber Schlangenlinien bauen und so weiter, was ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Und wir haben jetzt seitdem schon wieder zwei Patches bekommen. Und ich hoffe, dass das den Stau jetzt ein bisschen entlastet, weil das bringt ja auch Probleme mit Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort kommen und solche Sachen wie Export und so weiter. Das werden wir dann später wohl sehen, was mit den Zentralen angeht, damit wir unsere Upgrades kriegen und so weiter. Deswegen hoffe ich, dass das sich jetzt ein bisschen geregelt hat.
und dass das funktioniert, denn sonst habe ich keinen Bock mehr. So langsam muss das auch mal sich ein bisschen einreihen. Und Heidelberg kann jetzt umbenannt werden. Was haben wir denn für Namen? Ich baue sehr viel Erz und Kohle ab. Habt ihr da einen passenden Namen für? Erz und Kohle. Abbaustadt. Musst du damit nichts zu tun haben, nennst du doch wie du möchtest. Genau. Ja, okay, dann hatte ich ja schon mal eine Idee, dann nenne ich jetzt Richfield. So, ich bin reich. Ich werde reich. Und. R-I-T-S-C-H? Was? Vergiss es. Rich. Hallo Kevin. Ich bin gerade. Ja, ich bin gerade auf dem Schlauch. Ich stehe auf dem Schlauch. Mach nichts. Aber das passiert mir öfters bei Christian, denn er hat so eine Art, die ich nicht verstehe. Also was man da jetzt nun nicht verstehen. Naja. Gut. Kennst du ihn ja. Ich kann schon hören, wie die Zuschauer alle gerade mit dem Kopf schütteln. Ah, nee. Der Kevin wieder so. Dumm wie Brot. Aber er kann reden. Das ist das Wichtigste. So, ja. Jetzt bringt er mich voll aus dem Konzept, denn ich brauche, was brauche ich denn? Ich brauche bestimmt irgendwas mit Abwasser oder Müll. Abwasser schon da, Müll noch nicht, also Abwasser. So. Ja, was mit Müll, Chris? Mach mal. Ja, Müllhalde steht. Mal, so. Oh, schön. Echt? Cool. Kannst du schon mal ein paar Wagen herüber schicken? Oder die machen es ja irgendwie auch automatisch irgendwie. Das haben wir auch bemerkt. Wir haben schon mal ein bisschen rumprobiert. Und haben gemerkt, wenn man jetzt eine Müllhalde aufbaut, dann kann man sie hinschicken und die machen dann irgendwie Verdienst daraus. Aber am Anfang hatte dann jemand eine Müllhalde gehabt und hat keinen rübergeschickt, aber der ist trotzdem einfach rübergefahren und man hat keinen Verdienst gemacht. Also so ein bisschen kostenlose Arbeit oder so, hat man das Gefühl. Merkwürdig. Ich hoffe, das passiert jetzt auch so, weil dann nimmt Christian meinen Müll an und ich freue mich. Wenn er genug Müllwagen hat, ich brauche auch. Ich brauche keine Müllhalde hier. Ich bin wichtiger, weil ich bin Let's Player. So. Ja. So, ich habe ja die Petition für mein Kohlebergwerk bekommen. Wie kriege ich denn die Petition für mein Erzbergwerk? Achso. Ist auch schon beides. Ja, beides. Da hat er nur das eine angezeigt oder ich habe wieder nicht aufgepasst. Ich habe jetzt bis jetzt ja nur mal Kohle abgebaut. Was kann ich denn mit Erz noch machen? Ist Erz hauptsächlich für Weiterverarbeitung und für Export, oder? Weil Strom kannst du damit ja nichts machen. Nö. Ich bin gerade am überlegen, kümmere ich mich erstmal darum, sehr viel Geld zu kriegen, oder versuche ich euch mit Strom noch zu unterstützen am Anfang? Nee, das brauchst du nicht. Mach Geld. Okay, dann mach ich gleich Geld. Ölkraftwerk steht nämlich gleich. Ach, dann ist ja gut. Gut. Viel Strom. Ich gucke jetzt mal Strom. Reicht das noch von euch? Ach ja, da ist immer noch 8,4 Megawatt. Gut, bis du dann deins hast, darfst du dir wohl reichen. Dann, wenn du deins stehen hast, dann beziehe ich nur noch von dir und lass die anderen beiden in Ruhe. Okay. So, ich guck mal, wie ich das hier ausbaue. So. Bisschen mehr Gewerbe. Hast du, Danny, du hattest ja schon mal ein Erzbergwerk, ne? Wie sieht das da aus mit Ausweiten? Kannst du da diese Erzdinger, die weiter ausbauen, so hinbauen, wo du willst, sodass du es ein bisschen so im Kreis stellen kannst? Die oder müssen aneinander gebaut werden. Also die werden so in der Linie wie beim Öl gebaut, genau. Oder wie? Du kannst zwar noch nach links, rechts ausweichen. Achso, kannst du doch, okay. Weil beim Öl ist es ja, da kannst du nur eine Straße durchziehen und dann musst du die hier hintereinander aufbauen. Das wäre nämlich hier schlecht, wenn ich die jetzt so quer hinstelle, weil dann könnte ich das nicht so rüber machen. Aber wenn das bei Erz geht, das ist die Servicestraße, ja, okay. Nee, gut. Die hast du da nicht. Dann kann ich das Erzberg... Ja, ich habe sowieso kein Geld, das war ja wieder klar. Nee, dann einmal Dings kann ich ja machen hier. Kredit 25.000. Da muss ich halt nachzahlen, ein bisschen mehr, aber das ist nicht so das Problem. Jetzt mache ich das hier wieder zu, das wollte ich gar nicht. So, Bergwert steht. So, das ist mein erstes Erzbergwerk. Ich muss auf jeden Fall da ein bisschen rumprobieren. Ich habe keine Ahnung. Aber funktioniert im Prinzip wie das von der Kohle auch. Ja, nur dass er halt jetzt die Was ganze heißt Zeit im Prinzip? Es ist funktioniert genauso. Ja, nur dass ich halt nichts zum Verwenden dafür habe, außer den Verkauf selbst. Ja, noch nicht.
Noch nicht. Erz kannst du ja später verarbeiten. Ja, Verarbeitung, ja. Ich habe jetzt so ein bisschen hier. Die Straße ist ja nicht so schön hier, weil du kannst ja gar nichts drauf bauen. Ja, jetzt sehe ich gerade, das Kredit war ein bisschen überflüssig, weil ich habe jetzt schon wieder 24.000, weil mir fehlt ja echt nur ein Tausender oder so. Na egal. Das zahlen wir dann später zurück. So, ein paar mehr Einwohner. Wie sieht es für euch eigentlich mit Shops und so weiter aus? Was braucht ihr? Mehr Einwohner oder Arbeiter oder was braucht ihr? Bei mir läuft alles. Oh, bei mir im Moment auch. Also wie ist es denn? Meistens ist ja bei dem Spiel immer so, dass die Jobs ja so irgendwie nicht abgedeckt werden, dass man zu viele Jobs extra hat. Ich habe letztes Mal immer gehabt, dass ich zu wenig Einwohner hatte. Echt, bei mir war es immer mit den Jobs. Zu viele Jobs. Ja, der echt so 10.000 Jobs noch. Ja, genau, zu viele Jobs übrig, meine ich ja. Also mein Gemeindehaus schreit mich an, mehr Jobs. Ja, braucht mehr Jobs oder hat zu viel? Mehr Jobs, rot, mehr Jobs. Mehr steht da nicht was. Vielleicht also brauchen sie mehr Jobs. Gib mir mehr Arbeit, schreien sie. Okay, das ist, dann bist du wirklich ein Einzelfall. Bei uns ist es immer genau andersrum. So, ich glaube, ich am Anfang mal ein bisschen die Steuern hoch. Oh, hat jemand von euch schon Finanzzentrum? Ja, habe ich. Hab ich doch gesagt. Echt? Ja, wenn ich in meinem Element des Quatschens bin, dann höre ich nicht mehr zu. Ja, merke ich schon. Hast du öfters. Das verletzt mich. Ich habe das öfter, ich habe das immer. Frag Christian, der ist... Ja, der ist schon in Therapie deswegen. Hä, was? Ich hab grad nicht zugehört. Ja, genau. Das war die Antwort, auf die wir alle gewartet haben. Ja. Er ignoriert mich immer wieder. Mami! So, was können wir hier noch Schönes machen? So, bei mir leuchtet schon das Handeldings, das heißt, er will schon. Ein Lager haben, ja, weil Roherz ist ja nur für Lagerung. Wo baue ich denn das Ding jetzt hin? Ja, direkt bei der Wohnung ist ja auch kacke. Ich glaube, ich baue das hier um die Straße noch ein bisschen aus. Ja, das ist ja jetzt. Ich will ja eine Straße vielleicht hier rüberziehen. Da muss ich mal mit der Kohle gucken, damit ich da nicht so viel Kohle abnehme. Ah, da ist schon Wasser. Scheiße. Fängt ja schon gut an hier. Ach, das ist doch. Da muss erstmal jetzt eine Umgehungsstraße rum. Hm. Blöden Berge. So, so geht's. Handelsdepot. Damit die mal ihren Kram da reinklatschen. Ah, jetzt hab ich wieder kein Geld, jetzt hab ich zu viel Straße gebaut. Leck mich doch! Hat jemand schon eine Feuerwehr? Nee, ich hab noch nicht mal irgendwas. Toll. Jetzt hab ich wieder Geld. So. Ich glaube, ich kümmere mich gleich mal um den Export. Wir müssen. Achso, ja. Ich kann gar nicht exportieren, wenn ich dafür das Lager gar nicht hab. Dafür haben wir natürlich jetzt das Geld nicht. Wo ist denn das Erz? 2000, ja, das habe ich ja gleich drin. Bisschen wieder schneller machen. So, die wollen eine Polizei hier haben, wie es aussieht. Ach, diese Dr. Wu Mist, ja. Das kennt man ja schon. Ich will mit das Herrenhaus sowieso nicht aufbauen, weil ich habe keinen Bock jetzt auf diesen Helden- und Schurkenkram. Ich will jetzt erstmal eine Stadt haben. Für Industrie ist da schon echt gut. Ja, okay, hast du ja gesagt. Du hast ja mal erzählt, wenn du den Dr. Wu-Turm da machst, da hast du zwar sehr viel Stress mit Verbrechern, aber die Technik entwickelt sich sehr weit aus in der Industrie. Ist das gleich von Anhieb auf dritte Stufe? Oder wie sieht das aus? Nee, natürlich baut sich das erst hoch. Achso, okay. Ich sehe gerade, ich habe hier so einen schönen Tunnel auch gebaut durch meine Straße. Der auch schön verbuggt ist, wenn man von weiter weg guckt, denn. Das kann das Spiel gut. Bugs. Man sagt ja immer, diesen Witz ist kein Bug, sondern ein Feature. Ich glaube, hier ist der Bug selbst ein Feature. Also steht so drin. Sie haben sehr viele Bugs. Ich habe mal gemerkt mit den Assistenten, wenn ihr
zum Beispiel Bergbau oder so macht und einen Assistenten aktiviert, das ist gar nicht mal so schlecht, weil dann kriegt ihr bestimmte Sidequests, wo ihr für Geld kriegt. Das heißt, ich würde sagen, wenn ihr immer so einen Bergbau oder irgendeinen Abbau macht, dann aktiviert immer den Assistenten, dann kriegt er nämlich eine Quest und ihr füllt die einfach und kriegt mal eben 50.000 oder so einfach mal hinterher geklatscht. Kann nie schaden. So, jetzt hoffe ich, na, die Quest kommt noch nicht, die müsste aber gleich kommen. So, ich wollte das Handelsdepot ausbauen. So, jetzt haben wir auch ein Erzlager, machen wir gleich noch mal eins. Ach, haben wir gleich alle voll. Dann haben wir auch ein bisschen Vorrat. So, oh, Erz bringt ja sogar ein bisschen mehr als Öl und Kohle, sehe ich gerade. Ja, 5.000 und ein paar Zagte. Was war das? 5.500, glaube ich. 5.800, ach, jetzt klingt schon wieder falsch hier. 5.833. Wie sieht es jetzt aus mit deinem Ölkraftwerk? Da steht, ne? Jupp. Gut, dann beziehe ich mal den Strom jetzt nur von dir. Das ist jetzt merkwürdig. Ich sehe jetzt gerade, du hast eine Verfügbarkeit für mich von 74 Megawatt. Was ja die Hälfte ist von dem kompletten am Anfang. Das heißt, es wird nicht drei geteilt, sondern zwei geteilt. Bei drei Städten. Wie viel hast du nochmal? Also vier du, ja, vier Städten, aber ich meine drei, die halt versorgt werden können von ihm. Aber du kannst mir jetzt noch verfügbar von 74 Megawatt, was ja die Hälfte ist. Ich dachte, das würde sich drei teilen. Scheint es wohl auch nicht zu sein. Also eignet sich das allgemein für alle Städte? Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Komisches System. Ich zeige einfach nur den Komplettüberschuss an. Ja, nee, eben nicht, weil sein Komplettüberschuss muss ja noch bei fast 150 liegen oder so. Weil er hat es ja erst gebaut. Und am Anfang hast du 150 Megawatt. So, der möchte gerne einen Kohleabbau. So, dann baut ja mal aus da. Aber das brauche ich noch nicht sofort. So, was ist jetzt mit dem Assistenten? Geht der mal los? Ich will jetzt mal die Quest haben. Was will der hier? Ach, das mit den Einwohnern. Das mit dem Doktor, wo machen wir das mal wieder weg? Ich habe den Assistenten noch aktiviert, oder nicht? Ja. Ach, der Assistent ist für alle Abbausachen. Wahrscheinlich hat er mir jetzt nur den Assistenten für den Kohlewerk gehabt. Das will ich jetzt aber nicht. Ich will den anderen Assistenten haben. Hä? Ich glaube, ich habe irgendwie einen Anzeigefehler. Zeigt mir, dass ich schon Kohle abgebaut habe. Die Leiste ist schon ein bisschen aufgefüllt, obwohl ich gar kein Kohle abbaue. Check ich nicht. Oder wird jetzt Erz mit Kohle zusammengezählt? Nee, das wäre neu. Ja, das wäre mir auch neu. Spiel, ey. Spiel gibt's nicht. Ich lasse das einfach mal stehen, mal gucken, ob sich das noch erhöht. Aber ich muss mich jetzt mal ein bisschen um zusätzliche Versorgung kümmern, weil es passiert wieder was mit Abbrennen oder so. Ah, da sehe ich gerade. Wer hat jetzt von euch alle eine Müllentsorgung? Chris? Ich. Du, Chris? Gut, du deckst auf jeden Fall mal Müll ab, sehe ich hier. Du hast aber mir nichts rüber geschickt, oder? Nein. Also, perfektes Beispiel für automatisch. Er kriegt kein Geld, aber macht's trotzdem. Finde ich gut. Yay. So. Chris, wenn du magst, kannst du mir noch einen zusätzlichen Müllwagen her schicken und du kannst, meine ich. Den musst du dir selbst anfordern. Nee. Ich kann nur gratis verschicken. Hä? Nee, warte mal. Strom, Wasser und Abwasser kannst du von einer anderen Stadt holen. Aber solche Sachen wie Fahrzeuge schickst du immer direkt zu der Stadt rüber. Kannst du freigeben für uns. Ja. Moment. Oh, da kommt mal eben ein Krankenwagen von Danny rüber. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr aufbauen hier. Kommt ihr alles von allein? Was? Ja, weil ich als letztes die Stadt aufgebaut habe. Schickt ihm einfach alles rüber. Hat jemand schon eine Feuerwehr? Da brauche ich auch keine Feuerwehr bauen. Ja, die baue ich jetzt gleich. Danke. Mir brennt alles nieder. Ich brauche nicht mal Licht hier. Hab Feuer. Wir haben den ersten Verletzten, aber der wurde ja jetzt schon versorgt von Danny. Ja, ich lasse das einfach alles so und die kümmern sich alle um mich. Finde ich super. Müsste jetzt was passieren. Was passiert jetzt? Ja, theoretisch müssten jetzt zwei Müllwagen rüberfahren. Ja, das dauert, ey. So, warum ist die Industrie nicht so zufrieden? Zu mir, oder was meinst du, Chris? Ja. Alles klar. Supi, danke dir. Wenn's denn klappt.
Was ist jetzt mit der Industrie hier? Warum geht da die Zufriedenheit runter? Das verstehe ich jetzt nicht. Steht doch gar nicht Negatives. Wie ist es mit den Jobs? Da sind sogar noch welche frei. Ich brauche mal ein paar mehr Anwohner. Wie mache ich das jetzt mit den Straßen hier? Die Straße endlich weiter bauen, das ist schon gut. Ich habe eigentlich überhaupt noch gar keinen Plan, wie ich das hier mache. Aber ich glaube, eine hinten durchziehen ist, glaube ich, nie falsch. Denn ich will ja sowieso die Wohnung darüber ziehen. Wir hatten hier so viele Verletzte. Ich brauche einen neuen Krankenflügel. Ach, das bin ich. Nee, das ist Müll. Was? Ja, also ich baue weiter Erz ab und ich krieg irgendwie für Kohle irgendwie die Leiste hochgezählt. Keine Ahnung warum. Sicher, dass du da Erz abbaust? Ja, nee, ich kann ja schlecht Kohle da abbauen, wenn ich ein Erzbergwerk da stehen habe und da nur Erz liegt. Die Kohle ist ja woanders. Also zählt dafür beides, warum weiß ich auch nicht. Aber die kann ich sowieso erst erfüllen, wenn ich ein Kohlewerk sowieso hingestellt habe. Aber ich will ja eigentlich den Assistenten für Erz haben. Weil ich brech das mal ab, vielleicht kommt da ein neues für Erz. So, ich sollte vielleicht auch. Hat jemand nur Polizei? Für diese extra Menschen? Nee, habe ich noch nicht. Nee, ich frag jetzt, weil dann könnte ich ja vielleicht als erstes eine Polizei bauen. Oh. Ja, mach mal. Feuerwehr ja, habe ich. Hab das Geld nicht. Ich habe Müllproblem bei mir. Chris. Mensch. Also ich nicht. Ich bin halt näher dran, oder? Weiß gar nicht. Nicht näher dran? Nee, ich bin ja nur quer drüber, ne? Oh, die Straße ist sogar ein bisschen weiter weg. Chris unterstützt mich halt lieber, weil er mag mich. Und ich hab da nichts aus, das ist random. Ja, ich weiß, aber mach's euch jetzt nicht kaputt, Mensch. Verletzt seine Gefühle. Liebe Zuschauer, Christian ist doof. So, ich brauche mehr Industrie. Bitte? Das kam jetzt schwer rüber. Das wissen die Zuschauer alle, die kennen mich ja. Stimmt. Denn übers Internet kennt man ja Leute sofort, wenn man denen zuhört. Ich weiß doch, welchen Leuten. Naja, vergiss es. Och Mann, Jungs. Gut, wir sind jetzt auch schon ziemlich weit. Ich mache die Folge ein bisschen länger. Aber bevor wir auch beenden, will ich auch mal bei den anderen rüberschauen, was die hier für Mist fabrizieren. Nein, bloß nicht. Dann hast du zu Chris rüber. Zu ja, Pujalup. Zur Müllhalde. Zur geplanten Müllhalde, ja. Ist ja noch keine. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist ein schöner Halbkreis, da so ein U, direkt am Anfang. Hast du das geplant so, oder ist das... also da hast du irgendwie gelesen, dass du das bringt, wenn du das so machst? Nö, das war einfach so. Komisch. Den habe ich einfach so wieder hingebastelt. Ja, okay. Mir fällt gerade auf, ich kann ja dein Spiel stoppen und schneller machen. Das heißt, das muss ja irgendwie verzögert laufen. Mhm. Dann frage ich mich jetzt... 15:34. 15, ja, bei mir ist 14:13. Warte mal. Mach mal, ich will mal was testen. Mach mal deine Zeit auf normal schnell und ich versuche mal bei dir ranzuknüpfen. Dann müsste er ja wieder auf normal. Ich kann ja deine Geschwindigkeit nicht raushauen. Das können wir alle nicht. Wie spät ist es bei dir jetzt genau? Es ist genau 15:55. So, ich bin gleich bei 15. So, hier hast du deine Wohnung, wie es aussieht. Und Feuer ist bei dir gerade ein bisschen am Zicken. Jetzt habe ich 16 Uhr. Ja, ich bin bei 15:15. Ach, was wollen die bei dir denn hier schon haben? Wollen schon Busverkehr haben? Hm. Bei mir auch. Immer nur am Nörgeln, die Leute. Ja. Ja, so ist das eben. Jetzt ist bei mir... Jetzt ist 16 Uhr bei mir. Jetzt ist bei mir 16:10. Gut, dann habe ich dich gleich. 8. Oh nein! So, jetzt bin ich bei... 20. Nee, ich bin jetzt bei 16. Ja, 16:20 meine ich. 16:30. Ja, ich bin jetzt bei 16:20. Hä? Nee, jetzt erst. Okay, dann macht das keinen Unterschied. Dann wacht er wahrscheinlich von der Reihenspielzeit irgendwie 5 Minuten rückwärts oder so. Weil ich kann ja schlecht irgendwie, bevor du baust, schon irgendwie weitersehen. Das geht ja nicht. Ja, das wäre komisch. Na gut,
das war Christians Gebiet. Jetzt muss ich leider wieder nach Richfield zurück, weil ich nicht direkt rüberspringen kann. Von einem zum nächsten. Ich muss immer wieder zurückgehen, weil ich es ein bisschen fummelig finde. Aber das lässt sich nicht ändern. Gucken wir uns Dannys Tuneria, Mann. Tune Area, Mann. Ach, mit E-Area? Ja. Ja, wie kommt man auf so einen Scheiß? Warte, Google. Ich hab Google gefragt. Hast reingeschrieben, was ist eine gute SimCity? Was ist ein guter Stadtname dafür? Ja, meine Stadt geht gerade im Müll unter, weil Chris das ja nicht gebacken kriegt. Ja, aber dafür hast du ja viel Geld. Ja, dann sag doch grade. Was. Chris, ein gutes Plus. Was? So. Dass ich welche rüberschicken soll oder sowas. Warum baust du dein Windkraftwerk eigentlich nicht ab? Brauchst du sowieso nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Das sieht schöner aus. So, hier ist ein Wohnungsgebiet. Du hast schon ein Rathaus mit dem Finanzdings. Ich muss mal ein bisschen hinterherkommen hier. Ja. Du hattest ja jetzt, was für Bodenschätze? Öl hattest du. Öl und Kohle. Da die, wo die Landwege sind, die eingekreisten sind Kohle. Chris? Und die normalen. Ah, ja. Hast du vorgeplant. Das kannst ist, deine Müllwagen wieder haben. Ich habe jetzt eine eigene Müllhalde. Ja, steck alles zu mir, bitte. Ja. Gut. So, wie man hier sieht, ich kann nicht raus. Ich muss also wieder zurück zu mir. Und dann gucken wir uns mal bei Olli, den Neuling, mal an, was er gemacht hat. Oh, da war ich mal mit. Oh, da, das, oh, ich weiß nicht, ich hab jetzt schon Bedenken, bevor ich drauf reingucke. Denn man sieht da schon, bei ihm leuchtet das, blinkt das rot. Und er braucht Simoleons, das ist... ich weiß nicht. Mensch. Ich glaub, das müssen wir nochmal überdenken, Der hat ja schon seine erste Brücke hier gebaut. So, Heavy Metal Town, er hat seine erste Brücke und die steht auch noch, das ist schon mal nicht schlecht. Du kannst mich mal. Ja, du musst das jetzt leider ein bisschen auf dich nehmen. Der hat aber ganz schön viele Skaterparks. Aber mach dir keine Sorgen. Ich meine, die Leute, die sich die anderen Let's Plays angeguckt haben, wissen, dass ich selber das Spiel schlecht, also nicht kann. Sieht auch mal alles scheiße aus. Aber du hast schon mal gemerkt, der Wind geht nach Norden. Deswegen hast du die Industrie auch hier oben. Irgendwie, also ich habe mir jetzt alle in eure drei Städte angeguckt. Ich finde, alle sehen besser aus als meine. Aber auf eins musst du achten, Olli. Du hast ja jetzt am Anfang eine Hauptstraße und sonst dann nur kleine Straßen. Das kann gefährlich werden. Sehr gefährlich sogar, weil du kannst, wenn du mal auf dein Straßensymbol guckst, was ich natürlich jetzt nicht aufrufen kann, weil ich ja nicht in deiner Stadt bin, die kleinen Straßen nur mit bis zur großen Dichte machen, aber keine Hauptstraßen daraus machen. Und dann hast du zum Beispiel nicht die Möglichkeit, darauf die Straßenbahn fahren zu lassen. Das heißt, die Straßenbahn könnte am Anfang im Moment nur auf diesen ganz kleinen Teil, wo dein Windkraftwerk steht, fahren. Und das bringt ja nichts. Das heißt, ist ein bisschen schwer. Ich würde vielleicht versuchen, jetzt schon vielleicht eine durchgezogene Straße wieder abzureißen und daraus eine Hauptstraße zu machen, damit du später deinen Verkehr besser regeln kannst. Welche ist jetzt so eine Idee? Durchgezogene Straße? Ja, zum Beispiel deine Hauptstraße, die da ja schon angesetzt ist, die fügst du einfach weiter, vielleicht einmal durch und dann vielleicht nochmal eine quer oder so. Vielleicht rüber zur Insel. Es ist dir selbst überlassen. Das ist jetzt nur ein Tipp von mir, weil dann hast du nachher die Möglichkeit halt die Straßenbahn zu machen, weil du hast es ja gesehen von dem einen Teil von mir, als ich die Straßenbahn machen wollte. Das geht nur über die Hauptstraßen und sonst hast du nachher große Probleme. Du kannst zwar auch von der Straße ab solche Dings bauen. Ganz normale Schienen, aber die müssen nachher irgendwo an der Straße wieder angebunden sein, damit du da eine Station anbauen kannst, wo die rauskommen. Also es ist schwierig, wenn man das nicht vorgeplant hat. Gut, aber so viel dazu. Ich gehe mal wieder zu mir zurück. Und wir sind jetzt auch schon fast bei 35 Minuten. Ich muss den ganzen Kram ja auch noch hochladen. Ihr habt jetzt den Anfang so ein bisschen gesehen. Ihr wisst so, was wir alles in Planung haben. Und nach ein paar Stunden werden wir auf jeden Fall wieder hier zuschalten und unsere riesen Metropolen zeigen. Und ja, dann schauen wir mal. Ihr könnt ja jetzt mal dazu schreiben, wie euch das gefällt. Und ob wir das weiter so machen sollen. Ne? Wollt ihr noch mal was hinzufügen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Olli wenigstens ein bisschen mehr bringt, weil der hat ja schon ein bisschen Erfahrung mit LP, aber der ist jetzt Ich will dich nicht in deiner Arbeit fuschen, Minjung. Das ist keine Arbeit fuschen, das ist unterstützen. Egal.
Bevor ich jetzt anfange hier rumzuschreien, weil ich mich aufrege, sage ich jetzt auch Tschüss und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und ich gucke gerade, die Straße ist doch voll scheiße hier. Was ist denn das für eine Kurve? Da kannst du doch nicht drauf fahren. Verdammt. Das ist keine Straße, das ist eine Katastrophe. Egal, wir sehen uns. Bis dann.